Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zum ersten Mal hier auf unserer selbstgemachten Bank, wo die Hunde allerdings sind. Ich habe keine Ahnung, die laufen hier, glaube ich, aufs Grundstück, auf dem Grundstück hin und her. Ich habe sie gerade rausgelassen, ich war einkaufen, deswegen bin ich auch richtig rot. Ich komme von unten und habe wieder Teppiche hochgeschleppt. Und genau, lass mich mal die Brille nach oben machen. Ich wollte heute einmal mit euch darüber sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage auftaucht. Vielleicht habt ihr die auch schon mal in den Kommentaren gestellt. Sie ist mir jedenfalls nicht untergekommen. Warum ich nicht eingreife, wenn die Hunde miteinander kämpfen? Ihr habt sicherlich schon oft in meinen Kangal-Videos gesehen und auch mal immer zwischendurch, dass sie sich kloppen, dass sie sich messen, Kräfte messen, dass sie sich auch beißen und dass das auch immer bedrohlicher aussieht, würde ich mal so sagen. Und infolgedessen könnte man natürlich sagen, warum gehe ich nicht dazwischen? Also sie sind jetzt auch hier wieder im Gange. Genau das meine ich. Warum halte ich sie jetzt nicht davon ab? Und gerade ihn, ne, der Größere, das ist der Rüde, er ist natürlich sehr brutal manchmal, aber auch sie lässt nicht mit sich spaßen. Ne? Manchmal wird es ernst, wie jetzt. Und dann könnte man dazwischen gehen. Das möchte ich nicht, aus folgendem Grund. Wir haben die Hunde als Wachhunde angeschafft. Wir haben die Hunde als Tiere in Planung, die auf Schafe und dementsprechend Wölfe vertreiben sollen. Dass Kangals sich kräftemessend ringen und kämpfen und das manchmal auch sehr brutal aussieht, ist normal. Das machen Kangals, soweit ich weiß, viel intensiver, viel länger und viel brutaler, als das andere Hunde machen. Ich weiß es nicht. Im Moment ist das noch alles im Rahmen. Ich greife deswegen auch nicht ein, weil es ist wichtig, dass sie das üben, miteinander zu ringen und auch wissen, wie Kampftechniken funktionieren, wie weit sie gehen können, wie tief sie beißen können, was es bedeutet, wenn der andere Schmerzen hat, ja, wenn sie aufhören müssen. Bisher ist das ganz gut gelungen. Bisher haben sie das immer noch ganz gut im Griff. Sie ärgert ihn, ist jetzt Bontuk, die da drauf geht und er wehrt sich. Aber es ist ganz klar eine Rangfolge zu sehen. Er ist wesentlich stärker und hat auch das Sagen. Ja, wenn er wirklich sauer ist, muss sie zurück. Das weiß sie auch und er ist auch in seinem Beißverhalten so, dass sie Wunden davon trägt. Sie hat Wunden am Körper, am Hals vor allen Dingen auch. Und diese Wunden sind nicht tief, aber es sind so Kratzwunden, die dann auch so ein bisschen verhornen. Er hat jedoch nie Wunden. Ja, also ich habe noch nicht eine Wunde bei ihm gefunden. Das heißt, dass er natürlich auch kräftiger zu beißt. Das merke ich auch, wenn er zu mir kommt und mich beißt. Das machen sie ja, sind ja Welpen. Ich glaube und ich denke, dass das noch akzeptabel ist, was die beiden machen und dass ich noch nicht eingreifen muss. Ich bin bisher einmal eingegriffen und das war wirklich sehr grenzwertig. Die haben sich richtig doll gezofft, weil sie eifersüchtig waren auf Streicheleinheiten, die ich denen gegeben habe. Und ich glaube, dass es im Moment noch sein muss, dass sie das machen. Es wird manchmal ernst, ne? Im Moment zum Beispiel. Aber es ist noch Spiel, sonst würde er nicht unten sein. Das ist noch ein ganz eindeutiges, normales, spielerisches Kämpfen. Er ist wesentlich stärker, er hat auch das Sagen, wie gesagt, und wenn er sauer ist, hat sie nicht viel, kann sie nicht viel ausrichten. Ja. Insofern finde ich es wichtig, dass sie das üben, beide, dass sie beide imstande sind, sich zu wehren, wenn irgendetwas passiert. Je öfter sie kämpfen üben, desto mehr werden sie auch merken, wie sie mit Feinden, mit dem Wolf oder mit wem auch immer umgehen müssen und können. Und ich denke, das ist wichtig. Würde ich jetzt eingreifen, würde ich ihnen das Kämpfen abgewöhnen, denke ich. Also ich denke, ich finde das falsch, einzugreifen. Ich meine, sie müssen
als Wach- und Hütehunde das drauf haben, sich mit anderen Hunden und mit anderen Tieren zu messen, zu schlagen, zu prügeln. Das ist nun mal so im Wachhundeleben. Es wird auch, wenn wir dann irgendwann mal Schafe haben sollten, soweit sein, dass sie auch anderen Hunden begegnen, dass sie auch Wildhunden begegnen natürlich und anderen Tieren, die auf die ihnen dann, weiß ich nicht, Schlangen und Ratten und hast du nicht gesehen, müssen einfach mit Gefahren und mit Kampfsituationen geübt sein. Sie müssen es lernen und deswegen greife ich nicht ein. Natürlich würde ich dazwischen gehen, wenn ich sehe, dass es wirklich richtig ernst wird und dass vielleicht sogar der Rüde mein Weibchen verletzt. Ja, das würde ich, wenn ich es sehe, glaube ich, erkennen. Ja. Aber ich denke, und wir haben da ja auch nachgefragt, es ist die Tierärzte, es ist normal und es ist auch noch nicht so, dass sie sich da im Regelfall sehr ernste Verletzungen zuziehen können. Sie haben ja auch noch die Milchzähne und bis das richtige Gebiss eben wächst, haben sie noch Karenzzeit, können noch üben, können noch beißen. Ich glaube allerdings, wenn das richtige Gebiss irgendwann mit 8-9 Monaten durchbricht, ich hoffe, es bricht später durch, damit sie noch ein bisschen mehr Zeit haben, ihren Biss einzuschätzen und ihre Beißkraft auch zu kontrollieren. Ich glaube, dass es dann tatsächlich auch mal so ist, dass ich vielleicht sogar mal eingreifen muss. Ja? Im Moment jedoch, also musst du jetzt kacken, also genau vor meiner Nase. Ne? Kannst du nicht woanders hin? genau, also ich glaube, im Moment ist es noch wichtig, dass ich die Weltenzahnzeit noch mit Kämpfen eingreiflos vonstatten gehen lasse. Und dass sie sich noch messen können, dass sie vor allen Dingen auch merken und wissen, wie tief und wie stark sie beißen können, ohne den anderen zu verletzen. Wenn sie wehtun, dann jaulen die Hunde, ja, die geben Geräusche von sich, sie machen sich durch einen Piepston oder Warnton bemerkbar, dann weiß der andere, es ist Schluss, ja, es tut weh und dann hören sie auch in der Regel auf. Und insofern glaube ich, dass alles noch im Rahmen ist. Aber auch ich möchte ich auch einfach mal so dahin stellen und gesagt haben, ich habe auch Angst. Ja. Ich hatte noch keine Kangal-Hunde und ich hatte auch keine zwei Hunde, also immer nur einen. Und man weiß ja, dass gerade Geschwister Kangals sich nicht so gut vertragen. Kangals sind Einzelgänger, das weiß man auch. Und ich habe schon ein wenig Angst davor, wie es sein wird, wenn sie ihre Zähne haben und wenn sie größer werden. Und ich hoffe und ich bete zu Allah, dass wir das ohne Verletzungen hinbekommen. Es wird aber höchstwahrscheinlich so sein, dass wir sie trennen müssen. Ja, dass wir getrennte Gehege quasi für die beiden einrichten werden müssen. Aber das ist noch lange nicht der Fall. Und inshallah vertragen sie sich und inshallah muss ich die beiden nicht trennen. Aber wenn es nicht anders geht, müssen wir eben die beiden auseinanderhalten, damit sie sich nicht verletzen. Es gab immer wieder mal Tötungen. Delikte bei Hunden, bei Kangals, weil sie eben einen anderen Hund nicht akzeptieren können. Ja. Aber das müssen wir einmal abwarten. Das muss nicht sein, wenn die Herrchen und die Frauchen sozusagen in der Nähe sind und Befehlsgewalt haben und auch ihre Befehle durchsetzen können, dann kann man das ganz gut handeln. Aber man muss da natürlich, das ist mir bewusst, dass das auch mal schief gehen kann. Ja, aber im Moment denke ich das nicht, weil sie haben, wie gesagt, nur ihre Welpenzähne und ich denke, da ist die Zeit wichtig, dass sie das trainieren. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch hier ein bisschen habe wieder aufklären können. Es ist nicht, dass mich das nicht interessiert und kalt lässt oder ich Spaß daran habe, sie beim Kämpfen zu beobachten. Ganz im Gegenteil, mir blutet das Herz, wenn sie aufeinander losgehen, aber wie ich ja schon gesagt habe, ist es, glaube ich, im Moment wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.